Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil vom Char-Krieger. Und zwar dem siebten Teil, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und hier werden wir uns jetzt mal anschauen, was eigentlich so alles passiert ist mit den blöden Untoten, die wir eigentlich schon seit langem ausmerzen wollten. Wir haben uns vorhin entschieden, dass wir die bessere Route nehmen und zwar schutzlose Leute beschützen. It's worse than I thought. The Haven's already crawling with undead creatures. We need to clean them out. Agreed. But what about the amulet? It's easier to search a dead body that isn't moving. Let's go. Sehr schöne Cutscene und wie wir gehört haben, es gibt einigermaßen viele Untote hier und wir müssen uns um die kümmern, damit wir die Menschen oder was auch immer für Rassen hier in der Nähe verweilen, beschützen und hoffentlich dann auch das Amulett endlich finden. Diese Grubs, die sind besonders ekelhafte Viecher, riesige Maden oder Würmer, wie auch immer, die einen vergiften können und vor allem, wie ihr gesehen habt, auch die armen Riesenvögel hier ein bisschen beschmutzen können. Und das ist nicht sehr schön. Weil, um ehrlich zu sein, wer will von euch denn alles grün sein? Ich meine, grün ist eine schöne Farbe, aber nee. Und es gibt einigermaßen viele Grubs am Anfang. Das wird sich dann noch ändern, wenn dann die größeren und stärkeren Gegner da sind, wie halt die hier vorne. Ein Thrall ist einigermaßen Standardgegner, sage ich mal, nicht wirklich so besonders. Ein bisschen gefährlicheren sind die hier vorne, die ihr seht, mit so Zweihandhämmern. Die können, vor allem wenn sie dann Veterane sind, recht gut reinhauen. Und halten auch einigermaßen viel aus im Vergleich zu den anderen. Aber wir lassen uns davon nicht abschrecken und hauen einfach drauf. Wir haben zum Glück einigermaßen viele Verstärkungen durch die Crusader bzw. Kreuzfahrer. Und eigentlich ist diese Mission total easy und kurz. Wir können dann noch die Leute hier, also die Händler und die anderen Typen, hochholen, wenn wir wollen. This amulet of Rissa's was able to summon more than just undead grubs. I don't like this. Hal's grave was empty. He could be out there right now, leading an undead attack on some other haven. Maybe, but right now. Our top priority is to get this amulet back to the Citadel. The sooner we understand how it works, the better. Agreed. With all three orders pitching in to study the amulet, we can figure out how to destroy it, or at least deactivate it. Studying is for scholars and spies. They can do whatever they like with Rissa's amulet after we secure it someplace where it won't cause any more trouble. Okay, also das Amulett scheint gefährlicher zu sein, als wir zuerst gedacht haben. Denn es kann nicht nur Grubs hochholen und wieder erwecken, sondern auch andere Viecher. Und das ist nicht so schön und ein bisschen gefährlich. Wir machen uns dann wieder auf den Weg zurück in die Schwarze Zitadelle, um mehr herauszufinden und uns mit den anderen Fraktionen abzusprechen. Und vor allem auch mit Ridlock. Denn Ridlock ist der coolste Char. Neben unseren Char-Krieger natürlich, weil, ja. Aber nein, Ridlock ist schon cool. Ihr wisst ja alle, ich mag Ridlock total. Und deswegen bin ich mal gespannt, was er zu sagen hat. Was die anderen auch noch sagen werden. As is the Order of Whispers. The Dragons want us to come at them individually. That's why we should do it. Glad to have you both aboard. We're going to need reliable information from here on. Not to sell the Vigil short. Their firepower is always an asset. No need to flatter me, Tribune. I know research isn't the Vigil's strong suit. As long as what we're doing eventually leads to the dragons, we don't mind taking a back seat. Temporarily. Also wie Gan gesagt hat, die anderen zwei Fraktionen, die Forscher und die Spione, die werden sich darum kümmern. Und der Vigil bleibt zurück. Reporting in, Tribune. We have one of the Necromancer's amulets. Now we just need to figure out how to deal with it. Top Priory researchers are standing by to determine how the amulet works, and more importantly, how to neutralize it.
My sources say the Inquest has already completed their research on one of these amulets. Why waste time repeating their efforts when we could just acquire their results? I don't trust the Inquest methodology. This is too important not to handle ourselves the right way. You scholars and spies know more about the right way to collect data. The Vigil will be standing by when there's action to be taken. It's your call, Centurion. Do you want to assist the Order of Whispers retrieval mission or the Priory research effort? Okay, wir haben die Wahl zwischen schon gesammelten Wissen von der Inquest zu sammeln, das sind diese kleinen bösen Asura, die in mehreren Gebieten herumgeistern, oder wir verlassen uns lieber hier auf die Gelehrten. Es ist, naja, wer weiß, also ich werde wahrscheinlich eher mal mit den Gelehrten gehen und auf der sicheren Seite sein und die mal forschen lassen, anstatt mich auf irgendwelche Sachen von den Inquests zu verlassen, weil es ist ein kleiner Asura, die auch mit komischen Sachen herumexperimentieren und einige Sachen auch explodieren, von daher versuchen wir es mal mit den Gelehrten, die in Büchern herumwurzeln und Sachen erforschen. So, und dann geht's gleich mal weiter. Und mal schauen. Knowledge is the greatest treasure. Ja, natürlich, Wissen ist das Wichtigste überhaupt. Was sagt hier unsere Euri? Okay, sie riecht Geflügel. Our best people are working on the amulet. With your help, we'll get results even sooner. Dann mal schauen, wie gut diese besten Leute von den Gelehrten sind. Wenn es hier nach Hühnchen riecht, dann habe ich schon irgendwie die Befürchtung, dass es vielleicht nicht so gut läuft. I don't know, boss. These priory types are usually too smart for their own good. Und Euri, die hat auch schon ein bisschen Angst, dass diese Gelehrten ein bisschen viel zu klug sind und Mist bauen. Nerds, ha? Sagt der Obernerd. Dann mal schauen. Okay, die können uns nicht wirklich weiterhelfen und wir müssen bis nach oben wahrscheinlich hingehen. Aber dieser Turm, der sieht schon recht vielversprechend und interessant aus, aber ein bisschen auch leer. Ich hoffe, die machen keine Experimente hier drinnen, denn hier ist auch viel Holz. Knowledge defeats darkness. Okay, mal schauen. Scholar Vivian, I'd like you to meet the Centurion who helped collect the Necromancer's amulet. I trust your team's analysis is going well. We're making good progress, especially since we split the amulet up among three of our best researchers. You were able to break the amulet apart? That sounds more like success than progress. Each fragment remains functional, though. That tells us Rissa probably struck her amulets from the same original source. We're very close to a breakthrough. Check in with each of my team members and you'll see. You might even be able to speed things along. Okay, interessant. Das Amulett wurde in drei Teile aufgeteilt, die alle funktionieren. Ich habe irgendwie Angst, dass es sehr viel missproduzieren kann. Denn wenn drei Teile auf einmal abhanden kommen würden, oh nein, das finde ich gut. Okay. Diese ist also auch eine, die experimentiert. Das hätte ich mir zuerst nicht gedacht. Sie braucht ein bisschen Hilfe da beim Mischen von den ganzen Chemikalien da hinten. Na, dann mal schauen. Welche Farbe wäre am besten? Weil ich glaube, die haben verschiedene Farben hier. Das schauen wir uns gleich mal an. Na, rot ist immer gut, glaube ich. Red. I love that color. Excellent choice. Okay. Here goes nothing. Boah. Oh Mann. Rot war, glaube ich, doch nicht die beste Wahl. Können wir mehr probieren? Nein. Und es brennt. Bravo. Bravo. Das sind super Experimente, ja, in einer sicheren Umgebung. Study the past to survive the future. Okay, und das ist alles, was sie sagen kann. Toll. You have questions? Okay, wir können Wasser nehmen. Ich glaube, wir versuchen, das Feuer auszumachen. Ja, das wäre keine schlechte Idee. Vielleicht spricht sie dann mit uns. Ach, blöder Tisch und Sessel, was auch immer. Geh aus. Wir sind der schlechteste Feuerwehrmann. That was exciting.
Excuse me while I lay here for a bit. Would you inform Vivian of our results? Okay. Sie ruht sich schön aus und irgendwie hatte sie Spaß gehabt daran, wie es aussieht, was mir Angst bereitet. Aber okay, gehen wir weiter. Any interesting news? Okay, und er will mit einem Hammer versuchen, das Ding kaputt zu machen. Na, dann bin ich mal gespannt. Mal schauen, was passiert. That was unexpected. Oh. Better destroy them. They break. Toll. Statt das Ding kaputt zu machen, kommen jetzt noch mehr Untote. Bravo, bravo. So gehört sich das. Das ist Forschung. Teilweise glaube ich, dass hier irgendwie in WoW wirken und Gnome und Goblins hier irgendwie Unsinn treiben. Okay, und das war's. Wir sollen einfach Vivian erzählen, was passiert ist. Untote sind auf einmal aus dem Boden geschossen und haben uns attackiert. Wie wir versucht haben, das Amulett mit dem Hammer kaputt zu machen. Toll, toll. Ja. Nein, ich bin überhaupt nicht sarkastisch. Nein. What do you need to know? Fool chicken? He was after the other shard I had. I'll miss him. At least it'll be an interesting dissection. Interessant. Untote Hühner. Wow. Wow. We've learned a lot about the crystal powering Rissa's amulets. It seems to be Orion Dragon corruption made solid. It resonates with death energy. It kills and reanimates the wearer, and then makes them into a focal point for other undead. Mr. Cluckers proved that the crystal fragments remain connected and are drawn to each other. If we can find the original source of this crystal, Fiona's reagents can nullify it, and we should be able to shut them all down. Excellent work, especially in the face of an army of shades and an undead chicken. Now, how do we find the original crystal to nullify it? I believe we can cobble together a locator device synced to the crystal's energy that would lead right back to the original. Do it. We need to find the source, and I need to find my dead warband mate. Thank you, Scholar. Yahala, let's report back to the Citadel. Okay, das Huhn hatte sogar Namen. Sehr schön. Also unsere nächste Aufgabe ist dann, dass wir uns entscheiden, was wir denn weitermachen wollen, ob wir so einen Apparat herstellen wollen und mit ihm dann hoffentlich irgendwie unseren untoten Kameraden finden. Ich hoffe es. Denn, naja, wir wollen nicht, dass er das komische untote Hülle weiter Chaos verbreitet. Vor allem, weil er halt bei uns war und zur Familie gehört hat. As is the order of whispers. The dragons want us to come at them individually. That's why we should do it. Glad to have you both aboard. We're going to need reliable information from here on. Not to sell the Vigil short. Their firepower is always an asset. No need to flatter me, Tribune. I know researchers in the Vigil strong suit. As long as what we're doing eventually leads to the dragons, we don't mind taking a back seat. Temporarily. Yes? Eager to hear your report, Centurion. We're seeing an increase in undead attacks all over the region. Safe to say, Rissa's amulets are responsible. We've learned that they're connected to the Orion Dragon. They turn their owners into undead and draw other undead to them. The Vigil has one of the amulets stashed in our HQ. Are you saying that my people are in danger? You militant types ought to be used to that by now. With so many innocents at stake, the Vigil can defend itself. The Priory is working on a way to detect the amulets. We'll use our device to stop the next outbreak before it starts. And if the Vigil falls, who will defend all those innocents it already protects? And while you're working that out, I'll withdraw to confer with my superiors. You have a tough choice ahead of you, Centurion. What's it going to be? Okay, das ist echt eine schwere Entscheidung. Entweder wir bauen diesen Apparat oder wir verteidigen die Festung. Weil die können sich auch einigermaßen selber verteidigen, denke ich mal.
Wir müssen diesen Apparat bauen. Denn ohne diesen Apparat werden wir unseren alten Soldaten, der auch irgendwie zur Familie gehört hat, nicht finden. Und wir müssen ihn finden, weil sonst haben wir ein Problem. Wir müssen einfach weiterhin in die Zukunft denken und ich denke mal, wir werden einfach den Apparat bauen. Das ist einfach die beste Lösung, weil ich habe versucht, hier mit meinem Char-Krieger immer die beste Lösung, zumindest für ihn zu finden, die am erfolgreichsten wäre und zielführend ist. Denn er ist ein Char-Krieger. Direkt und Erfolge erzielen, das ist der Weg. Und auch das Ziel. Und dann mal schauen. Draufklicken und ich bin mal gespannt, wie sich dann die Story weiterentwickeln wird. Okay. Naja, dann würde ich sagen, einfach im nächsten Teil werden wir dann mal schauen, wie es weitergeht. Wir haben hier ein paar Unterwasserwaffen gekriegt und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir ein paar Kommentare, falls ihr irgendwas wissen wollt. Und bis zum nächsten Mal in Guild Wars 2. What's next?